Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Gleich geht's los. Der Wahnsinn kann beginnen. Trail Mountain Rennen 5 bei der Afterwork Racing League. Der Start ist erfolgt und die Kolonne, die Meute, steuert jetzt auf die erste Kurve zu. Der lachende dritte Hancock. Hancock jetzt auf Platz 1. I say it all again. It wouldn't take much to get us with a love affair. Could we ever go back a step? So then maybe we start. Moin! Hallo, hallo, ihr lieben Menschen, die ihr da alle mit rübergekommen seid von Damn 4 und auch alle anderen, die schon eingeschaltet haben. Ich drehe mal die Musik ein bisschen runter hier. Beziehungsweise einmal aus. So. Ja. Natürlich alle richtig eingeschaltet hier. Saison 23. Renntag Nummer 5.
in der Liga 6 der Afterwork Racing League. Und heute sind wir in Australien, Down Under. Und gehen auf Bratwurst. Beziehungsweise Mount Panorama. Ja, erstmal, wie gesagt, hallo an alle Jana, Ira, Ri. Ah, da habe ich eben schon überlegt. Rihioki. Rihioki. Ja, denke ich mal. Und Dr. Droste, Luxi, ne, dich auch nicht zu vergessen. Moin, moin, moin. Wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid. Hier haben wir wieder mal unsere althergebrachte Tabelle. Und wir sehen, dass SP12X und Steffen aufgestiegen sind in Lobby 5. Und Steffen hat aber abgesagt und wird uns dann wohl wieder beehren hier. Genau. Dann haben wir Spirit of the North und Lennox in Liga 7 verloren. Dafür haben wir Hioki und Tuno Reiter dabei. Genau. Und ja, Luxi hat zwar abgesagt, ist aber trotzdem da. Habe ich heute gehört, genau, heute nur Host. Da habe ich auch was gelesen. Handgelenksverletzung, ja, damit sollte man dann nicht unbedingt fahren. Aber ja, droht dir denn da ein Abstieg? Bist du denn? Ach, gutes Mittelfeld, oberes Mittelfeld. Ja, dann, ich glaube, was hat die Lizzie mir geschrieben? Ja, die neu dazugekommenen haben wieder Abstiegsdrohung. Also könnte eng werden. Nach oben auch noch ein bisschen was möglich, aber das könnt ihr natürlich mit Ausrufezeichen AWL alles auf dem Discord-Server bei der AWL oder auf der Internetseite von der AWL nachverfolgen. Da wird ja alles laufend aktualisiert. Schrägstrich, ihr guckt einfach nächste Woche hier wieder rein. Das ist sowieso die beste Idee. Und ja, guckt euch das dann hier an. Guckt auch nochmal auf meine Social-Media-Kanäle. Auf YouTube kann man sich alles angucken. Alle vergangenen Rennen. Ja, genau. Und jetzt greife ich schon mal so ein bisschen nach hier vorne. Hol mir schon mal meine Tastatur. Und ja, dann geht es jetzt weiter. Nach diesem Umschnitt auf der Strecke. Und da sehen wir schon den Sven. Der hier aber aktuell nicht der schnellste ist, sondern nur auf der 2 mit einer, wo haben wir also denn? 2 Minuten 3, 2 Minuten 4. Welche davon ist es denn? 2 Minuten 4, 1:03. Ace Surprise ist tatsächlich in der falschen Lobby, das ist korrekt. Der müsste eine Lobby weiter nach oben. Und jetzt gucken wir mal hier Rihioki. Der lässt hier schon den Nissan fliegen. Den sehen wir ja heute auch zum ersten Mal. Dann haben wir hier unseren Raider. Gehe ich mal davon aus, dass das zumindest von dir gesteuert wurde. Und ja, nochmal ein dickes Dankeschön. Und ja, da geht er auch schon wieder in die Box. Hat er seinen Namen gehört, will er nicht weiter im Spotlight sein. Gucken wir auf jeden Fall mal weiter. Joker haben wir hier. Haben wir auch schon. Ja, jetzt geht die Diskussion los, wo Ace Surprise hingehört. Ja, Lobby 5. Wollen wir auch gerne nochmal umschalten. Da haben wir ihn nämlich noch an der oberen Kante gesehen. Der hat schon wieder Schaden. Hab ich gar nicht, ja, habe ich jetzt. Ja, stimmt, vorne. Vorne, ja. Aber beim Seppi, da sehen wir es auch schon. Der ist auch neu dabei. Wo kommt der denn? Wo hatten wir ihn denn eigentlich? Seppi. Seppi. Wo hatten wir ihn denn her?
Aus Lobby 5 kommen Seppi Wurstel und Don Italia. Genau, die kommen ja noch runter. Das hatte ich vergessen. Also hier. Der. Besuch aus Liga 5. Der Abgestiegene. Genau. So. Dann haben wir als nächstes Real Berti. Den kennen wir ja auch schon. Und Tuono. Oh mein Gott. Manchmal tue ich mich aber mit Namen auch schwer. Tuono Reiter hat sich gerade auf die 3 geschoben. Da müssen wir gleich auch nochmal vorbei huschen. Porsche hier mit dem anderen Jurassic Park Porsche. Und Viper und Guardian stehen noch in der Box. So, wir haben, wie gesagt, Sven hatten wir. Tuono Reiter. Da haben wir nochmal einen Porsche. Ja, dazu gab es ja auch eine Statistik, wie oft welches Auto gewählt wurde. Habe ich jetzt aber so ad hoc nicht vorliegen. Könnte mal eben nachgucken. Auf dem AWL-Server. Da weiß ich nicht, wie schnell man das da findet. Mhm. Streamer-Bilder. Da war es, glaube ich, ganz am Anfang. Und dann kann ich euch sagen, genau, der Nissan GT-R Nismo wurde nämlich genau 24,2% mal gewählt durch die ganzen Ligen durch. Der zweite ist dann schon der Porsche, aber nur noch mit 13,3% und auf der 3 der Mercedes-AMG GT3 aus dem Jahr 20. Also 2017, 18 haben wir ältere Baujahre hier vertreten und der Mercedes mit 11,7%. Genau so sieht es nämlich aus. Und nächste Woche, die falsche Saison. Aber so richtig viel hat sich nicht getan. 25% beim Nissan, 16,7% beim Porsche und 6,7% beim Mercedes. Also die Prozentzahlen sind da ungefähr gleich geblieben. Und ja, jetzt haben wir schon die Hälfte ungefähr erreicht des Rennens. Der Renntage. Ne, wir sind gerade. Mein Gott, was ist denn heute wieder los? Wir sind genau auf der Hälfte der Renntage. So. Und gehen jetzt in die zweite Hälfte der AWL. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben noch gute 5 Minuten auf der Uhr fürs freie Training. Wollen wir noch mal ein bisschen durchgucken. Da schreibt der Luxi auch schon 5 Minuten Quali-Start. Da kann er sich ja heute voll und ganz drauf konzentrieren. Da ist die Tanja. Porsche schiebt sich hier auf die 2 gerade. Und dahinter ist auch ein bisschen Bewegung. Hat sich da nach oben geschoben. Ja, Viper ist rausgefahren. Haben wir auch noch nicht gesehen. Können wir auch noch mal ein Auge drauf werfen. Ring Racer ist auch mittlerweile da. Und da haben wir Guardian. So, dann nochmal für alle Neuen. Es gibt hier gleich so eine kleine Tabelle. Das versuche ich nachzuhalten. Ich hoffe, dass ich hinterherkomme, welche Reifen hier gefahren werden. Und Guardian fliegt hier gerade richtig ab. Und dann ist er wieder zurück. Gucken wir mal. Ne, im freien Training haben wir ja keine Wiederholung. Nee, da werde ich versuchen, alle Reifen nachzuhalten, denn es müssen ja alle Reifentypen gefahren werden. Soft, Mittel, Hart. Alles mindestens eine Runde. Deswegen habe ich es mir mal irgendwann angewöhnt, das zu versuchen nachzuhalten. So, da ist die Tanja. Sehen wir jetzt auch erstmal von innen, aber spätestens in
4 Minuten dann auch von außen. Damfor TTV ist auch an der Box. Und ja, jetzt haben wir trotzdem aber noch 8 Fahrer auf der Strecke. Ringracer haben wir noch nicht gesehen. Da haben wir ihn. Und davor, der ist DMP, den haben wir auch noch nicht gesehen. Der ist auch gerade einmal rausgehuscht. Da haben wir ihn. Ja, 3 Sekunden Strafe, irgendwo eine Linie überfahren. Das ist wahrscheinlich beim Rausfahren. Die durchgezogene Linie ist natürlich tabu und das Spiel bestraft das dann mit 3 Sekunden Strafe. Hui, jetzt wird es hier auch direkt mal eng. Ringracer versucht noch dran vorbeizukommen. Aber Stimpy wird gleich eh abgebremst. Da können wir auch mal bei ihm drauf gucken. Eieieiei. Oh, oh. Da kommt er ein bisschen zu weit nach draußen, Stimpy. Und hebt da das Auto auch weg. Ja. Und Ringracer hier mit komplett demoliertem Auto. Komplette Vorderachse im Hintern. Und ja. Ich glaube, damit fährt er dann keine Runde mehr, aber auch jetzt im freien Training gar nicht so schlimm. Also, Gott sei Dank nicht im Qualifying jetzt das Ganze passiert. Oh, Guardian ein bisschen zu optimistisch da in die Kurve gegangen. Geht ein Stückchen geradeaus. Er kann den Wagen noch auf der Strecke halten und so vielleicht noch mal in der Runde starten. Wie gesagt, jetzt im freien Training erstmal nicht so problematisch. So, und ja, habe ich wieder nicht gesehen. Schon mal an Rihioki. Vielen Dank für den Follow. Und ja, das kommt dann wieder hier auf dem Handy an. Das ist natürlich auch lustig. Da kriege ich direkt eine E-Mail-Benachrichtigung. Ja, und Jana, moin! Danke auch für deinen Follow. Da kommt es jetzt wieder rein. Da funktioniert auch die Anzeige. Und Kira lässt auch direkt ein Follow da. Herzlichen Dank. Alles gut. Alles gut. Das. Nee, so. Versuchen wir es mal da übers Handy. Ja, jetzt sind wir gleich soweit. Gleich geht's los mit dem Qualifying. Und dann haben wir 20 Minuten Qualifying vor uns. Und danach 5 Minuten Pause. Und ein 60-minütiges Rennen, also holt euch schon mal Knabber rein und was zu trinken. Wir haben hier immer ganz viel Action. So, FGR Rabak. Moin! Und direkt den Follow dagelassen. Ja, dankeschön. Also, der ist hier für den Rihioki, denke ich mal. Und wir sehen von Luxi 3, 2, 1 und dann wird der Monitor gleich schwarz und wir schalten ins Qualifying. Gleich wird der Monitor schwarz. Exakt, ja, den sehen wir dann gleich von außen. Und dann auch im Renntempo alle dann. Also das ist ja auch immer das, was ich sage. Hier im freien Training hält sich der ein oder andere noch zurück. Mal gucken, wo die Zeiten dann gleich hingehen. Ja, aber jetzt sollten eigentlich gleich die 10 Sekunden vom Start zu Ende sein. Der macht das schon. Oh, und wir starten mitten in der Nacht. Schnell mal gucken. Elgato. Filter. V.
Farbkorrektur ist schon drauf, ja. Habe ich wieder vergessen auszumachen. Wenn wir gleich im Hellen starten, mache ich die einmal aus, sonst sieht das so ein bisschen verwaschen aus. Ich kann euch aber auch mal ganz kurz zeigen, was unsere Fahrer jetzt gerade sehen. Die haben nämlich eigentlich eher sowas gerade vor sich. Also es ist ein ganzes Stück dunkler. Außer sie drehen jetzt selber den Monitor höher, aber muss da ja ein ganz gutes Zwischending finden. Ja, und Rabak, dir kann ich mich auch nur anschließen. Viel Erfolg natürlich allen. Und ja, schauen wir mal, was wird. Was wird. Da ist auf jeden Fall Rihioki. Und ja, dann sehen wir ihn dann auch mal ein bisschen besser und nicht nur so einmal kurz vorbeizischen. Der macht hier auch tatsächlich vorneweg die Pace. Dahinter haben wir Joker, den haben wir eben auch schon mal gesehen. Dann Guardian. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das Feld mal eben durch. Die Tanya, da sehen wir sie auch mal von außen. Dann haben wir Ring Racer. Ich glaube, für eine vorne fliegenden Runde schaffen wir es jetzt nicht. Seppi Wurster. Oh, lässt da die Funken ordentlich fliegen. Dann haben wir, oh, Stimpy. Der zieht gerade vorbei an Real Bertie. Den haben wir hier. Ich komme mit dem UO nicht klar. Tuono Reiter. War dann hier. Dann kommt der Sven. Dann haben wir Porsche. Und der letzte, der sich, glaube ich, da oben jetzt auch gerade schon gedreht hat, ist der Damn4TTV. Schauen wir mal vielleicht. Sehen wir es noch, was da passiert ist? Ne, der sitzt da gerade hin und her zurück. Er hat aber den Weg wieder gefunden. Und Viper in der Box. Hat verschlafen oder oder Quali-Sperre? Das ist hier die Frage. So. Wollen wir doch direkt mal auf dem unaussprechlichen Namen springen wir doch direkt mal vorne rein. Wir gucken uns mal eine Runde an und dann kriegen wir ja so langsam die Zeiten. Wir haben hier als erstes mal eine 90 Grad Kurve, dann geht es hier steil bergauf. Also aus der ersten Kurve sollte man möglichst viel Geschwindigkeit mit rausnehmen. Also lieber langsam rein, dafür schnell raus, um hier berghoch viel Geschwindigkeit zu haben. Dann gibt es hier diese langgezogene Rechtskurve und dann kommt der erste, ja, schon kniffligere Part hier, so bergauf reinbremsen in so eine ganz enge Kurve. Und die geht immer noch weiter bergauf. Dann haben wir hier zwei Rechtskurven, die werden vollgefahren. Die nächste links auch. Auch hier die am Kiesbett vorbei. Wenn man mutig ist, kann man sie vollfahren und die richtig trifft. Und dann geht es wieder vom höchsten Punkt der Strecke hier runter. Hier schlängelt man sich richtig schön runter, muss man auch einen Flow finden, weil links und rechts, ihr seht das, direkt eine Mauer. Wir haben es eben auch schon im Training gesehen, hier, man bleibt einmal kurz hängen und steht quer. Das gibt dann eine Massenkarambolage. Und ja, zum Ausgleich nach diesen anstrengenden Links-Rechts-Kombinationen darf man dann hier nochmal fliegen lassen. Und dann kommt man rein hier in die Schikane, Bremszone nochmal runter, links, rechts. Dann auf der linken Seite die, ja, auch durchaus mit einer Schikane bestückte, relativ schwere Einfahrt. Und die letzte Kurve auf die sehr, sehr kurze Startzielgerade. Und ja, das ist dann auch schon mal wieder eine Runde. So,
Wir sagen danke, Tuno Reiter. Und ja, der setzt sich hier direkt mal auf P1. Hat hier absolute Bestzeit gefahren. 2:04.009. Also ganz knapp an der 2:03 vorbei. Mal gucken, ob die heute noch einer knacken kann. Korschi auf jeden Fall schon mal 1,2 Sekunden dahinter. Joker auf der 3 aktuell. Aber das bedeutet alles nichts. Die verfahren ja jetzt alle Sprit und wir haben gerade mal 5 Minuten rum. Also ein Viertel. Da wird noch einiges passieren. Ihr seht auch in der Mitte, dadurch, dass ich jetzt eben die das Replay gezeigt habe, dass noch 14 Minuten verbleibend sind. Also braucht man gar nicht groß rechnen. So. Koshi, ne, der hat sich nicht nach vorne geschoben. Ringracer aktuell auf der 4 mit persönlicher schnellster Zeit im dritten Sektor. Oh, ich glaube, da haben wir jemanden querstehen. Ja, das ist Viper. Können wir da vielleicht nochmal gucken. Ja, ist auch genau in der Zone abgeflogen. Wahrscheinlich vorne irgendwo auf den Curb gekommen. Ja, da sehen wir nur noch den Einschlag. Ja, wahrscheinlich irgendwo auf den Curb gekommen. Und dann da abgeflogen. Passiert da schon mal ganz gerne. Hoffen wir, dass wir es nicht allzu oft im Rennen sehen. So, Ringracer hat sich mit einer 204444, schöne Schnapszahl, auf Platz 2 geschoben. Und liegt damit nur noch knapp eine halbe Sekunde hinter Tuno Reiter. Und ja, gute 0,8 Sekunden vor Korschi, der sich jetzt aber auch nochmal ein bisschen verbessert. 0,7 Sekunden nur noch nach vorne. Joker, wie gesagt, auf der 4 aktuell. Damn4 TTV auf der 5. Oder TTV. Ich rutsche immer durch dieses Damn. Aber es ist ja auch noch nicht mal Damn. Ist ja eigentlich Damn. Aber jetzt, wo die Fans da sind, ist es eher Damn oder Damn? Und ja, also im Generellen. So, Real Berti haben wir aktuell noch auf der 6. The Guardian auf der 7. Jetzt mal gerade noch unten durchlaufen sehen, dass ich... ja, ich bleib einfach mal bei dem verbessert hat auf eine 2:07.092, damit auf Platz 5. Dann gucken wir mal weiter. Rihioki ist auf der 8 aktuell. Das passt noch nicht so richtig zusammen. Sven auf der 9. Und nicht nur auf der Strecke dahinter, sondern auch direkt einen Platz dahinter, der Stimpy. Dann haben wir Viper aktuell auf der 11. Und auch da haben wir... beide. Okay, hier kommt gerade die Info vom Luxi, dass Don Italia noch kommt. Das wäre, glaube ich, auch der letzte, der fehlt. Jedenfalls Viper und Tanja hier auch direkt hintereinander und Seppi Wurster auf Platz 13. In der Zwischenzeit hat sich Rihioki einfach mal Platz 1 geholt. Gucken wir mal ganz kurz. Ist nichts Besonderes, aber hier, wie er über die Linie geht und sich seine 202018 abholt. Da sehen wir ihn. Und liegt damit 2 Sekunden vor Tuno Reiter. Also, ich habe das Gefühl, dass wir heute wieder einen sehr dominanten Gewinner haben werden, wenn der das konstant auf die Strecke kriegt. Also das ist schon stark. So, Tanja verbessert sich auf eine 2,5. Ja, schiebt sich damit auf die 7.
ausmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das Plöppen immer hört. Ja, und Tuno Reiter, der hat eine schnelle Runde gefahren und hat gesagt, das ist die Zeit, die ich kann. Und das ist die Zeit, die ich behalte. Auch eine Methode. So kann man nochmal in Ruhe durchschnaufen vorm Rennen. Und die Zeit ist ja auch gar nicht so schlecht. Seppi Wurster schiebt sich hier gerade mal auf die 8. 206, 636. Mit einer Sekunde Rückstand auf Tanja. Hälfte des Qualifyings jetzt vorbei. Hihioki verbessert sich nochmal. 3 Sekunden vorne jetzt fast. Also, der muss das eigentlich nur konstant zu Ende fahren. Dann sieht das doch hier schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, dann gucken wir mal. Duell Ringracer auf der 3. Hat sich auch in den letzten Runden nicht verbessert. Jetzt habe ich die Einblendung nicht gesehen, wer sich da verbessert hat. Ah, okay. Ist also das Englische. Damn. Damn for TTV dann. Ja, alles gut. Ich frage nur mal nach. Man möchte seine Fahrer ja auch richtig aussprechen. Porsche auf der 5, der war mal kurz in der Box und hat sich komplett zurückgesetzt. Deshalb sehen wir auf der rechten Seite nur die eine Zeit. Anders sieht es beim Joker aus. Da sehen wir auch, der hat den Tank jetzt schon gut halb leer gefahren. Und wir sehen auch, vorne gibt es wieder ein bisschen Veränderungen. Sven schiebt sich, der macht hier direkt mal einen Freudendrift mit einer. Wird da nicht geghostet. Und deswegen jetzt der Porsche ein wenig Schrott da vorne. Ja, gute 0,3 Sekunden durch den Schaden wird er pro Runde verlieren, aber Qualifying geht er wahrscheinlich gleich nochmal rein und lässt sich das reparieren. Die Zeit, ja doch, da schafft man auf jeden Fall nochmal was. Aber mit der 202929 immer noch gute 1,5 Sekunden hinter Rihioki. Also der hat da wirklich eine Zeit rausgehauen. Und ja, wir sehen es gerade, der holt sich neue Reifen. Will da also nochmal angreifen. Joker jetzt mit einer persönlich schnellsten Runde. Hier auf P5. Ist eine gute halbe Sekunde, die er sich da verbessert. Also dürfte da auch ein paar Plätze gewonnen haben. Ja, ein oder zwei. Und ja, was tut sich denn sonst noch so? Tanja hier auf 7 und Donitalia jetzt auf jeden Fall schon mal dem Raum beigetreten. Gucken wir nochmal nach hinten. Viper, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. 5,5 Sekunden auf Rielberti davor. Der kommt jetzt gerade mit frischen Reifen aus der Box. Oh! Lenkt da komplett nach links und wird zurückgesetzt, kriegt 3 Sekunden Strafe für den Wandkontakt. Oh Gott, ja, das was ist, oh, da steht das Lenkrad schon wieder komplett links. Ja, jetzt hat er es offensichtlich gefunden, ja, fährt er jetzt wieder los. Haben wir da ein Problem mit der Wheelbase? Fragezeichen. Was passiert jetzt, wenn er rausfährt? Ne, jetzt hat das. Jetzt. Also kein Problem mit der Wheelbase. Alles gut. Impi aktuell auf der 11. Da steht noch aus Runde 4 die 207. Da geht aber auch noch was. The Guardian auf der 10. War auch gerade mal drinne. Hat sich aber auch komplett zurückgesetzt. Also auch hier der
das Problem. Voller Tank, also ein Angriff jetzt schwer wieder möglich. Die anderen natürlich mit dem Vorteil jetzt eines leichteren Autos. Wir sehen es hier bei Rihioki. Nur noch die Hälfte im Tank, also halb so schwer. Und das sieht man auch an der Zeit. Die geht nochmal ein bisschen nach unten. Kann er da vielleicht sogar auf eine 2-Minuten-Zeit kommen? Werden wir gleich alles sehen. In 4 Minuten 20 noch. Und die Dominanz vorne doch ersichtlich 1,7 Sekunden. Und dann sind es nochmal ist es nochmal eine Sekunde zwischen Sven und Tono, der dann ja in Anführungszeichen nur noch eine halbe Sekunde auf Ringracer. So, Corsi sehen wir. Der verbessert sich auf eine 204. Und das ist eine gute Frage, wie viel schneller jetzt er da jetzt war als seine bisherige schnellste Runde. Und Stimpy hat sich auch nochmal verbessert. Und ja, Tanja schiebt sich auch nochmal nach vorne. Wo ist sie denn? Da, schiebt sich auf Platz 4. Also, die Tanja, männlicher Fahrer. Das immer noch mal dazu zu sagen. Aber, soweit meine Infos reichen, ist es ein privates Projekt von ihm. Das habe ich auf jeden Fall von Lizzie dazu gehört. So, Danforth TTV verbessert sich auch nochmal. Wo haben wir ihn? Auf der 9. Warum kann ich jetzt nicht mehr durchschalten? Wo ist mein... Hallo? Ah ja, jetzt funktioniert es wieder. Da ist er auf der 9. 206.766. Das ist seine Zeit jetzt. 0,27 Sekunden nach vorne, 0,42 nach hinten. So, da auch alles in Schlagweite, auch vor allen Dingen nach vorne. Ja, also wir nähern uns so langsam den letzten 2 Minuten. Also so langsam geht es dann in Richtung der letzten Runden. Wir haben ja nicht so viel Nachlaufzeit, also wenn noch mal jemand eine Runde anbricht, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden, die dann auch zu Ende zu fahren. Aber auf jeden Fall kommen jetzt bestimmt noch mal ein paar Zeiten mit dem leeren Tank. Und Rihioki, ja, der haut da mal den Nissan weg. Und ich denke, da wird er jetzt auch bei einer Minute 30 nicht mehr rausfahren. Allerhöchstens, um sich noch mal ein bisschen warm zu fahren. Um den Schreck da jetzt noch mal so ein bisschen raus zu... Ja... wedeln. Nochmal einmal Vertrauen ins Auto zu bekommen. Sven verbessert sich auch nochmal. Das wird aber nicht groß schneller. 0,008 Sekunden. Und Tanja hat sich auch nochmal verbessert. Die letzten 2 Runden. 0,25 Sekunden auseinander. Ah, kommt da ganz nah an Tuno Reiter ran. 0,007 Sekunden. Ja, das hatten wir auch schon mal anders hier. Ja, moin an das... was ist es? Zwielicht. Zwielicht? Ja, Zwielicht. Moin, danke für den Follow. Und ja, wo ich gerade dran war, wir hatten das vor... Oh, Entschuldigung, einmal die Augen rein. Ja, After Work, ne? Das ist hier... wörtlich, oder was heißt wörtlich zu nehmen? Ja, es ist halt so. After Work ist für uns alle die 7. Stunde. Also, jetzt nochmal einmal durchziehen. Ja, nein, wir hatten das schon mal anders. Vor 2 oder 3 Rennen war das. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne auf YouTube angucken. Der ist unten verlinkt irgendwo. Da gibt es ja die Social Buttons irgendwo. Nee, da hatten wir 3 Fahrer
mit 0,001 Sekunde Abstand nach dem Qualifying. Und ähnlich eng war es dann auch im Rennen. Also da sind dann auch ganz viele so Nose an Nose ins Ziel gekommen. So, jetzt sind wir oben, sehen wir es schon, letzte Runde. Wir sind 25 Sekunden drüber. Ich sitze jetzt natürlich genau, und das zeige ich euch mal kurz, knappe 30 Sekunden haben wir noch. Das heißt, jetzt werden alle so langsam abgewunken. Tanja ist fertig. Wir gucken mal, Ringracer ist auch schon fertig. Joker, der wird die Runde nicht mehr schaffen. The Guardian hat sich nochmal verbessert offensichtlich. Und wir gucken mal, Viper, der wird das nicht mehr schaffen. Nee. Genau, wo ich die Kamera ausschalte, sehen wir den schwarzen Monitor, das heißt Qualifying vorbei für Rennen Nummer 5. Und Rihioki schlägt direkt mal ein wie eine Bombe hier mit 1,7 Sekunden vor Sven. Also da, ja, eine ordentliche Zeit hingebuttert. Sven dann auf der 2, Tanja auf der 3. Der hat sich nochmal vor Tuno Reiter geschoben, also da auch irgendwo in der letzten Runde doch nochmal verbessert. Habe ich dann leider übersehen, dass also unser Qualifying-Treppchen, dahinter dann Tuno Reiter auf der 4, Ringracer auf der 5, Korshi auf der 6, Joker auf der 7, Seppi Wurster auf der 8. Zweite Seite haben wir natürlich auch noch, da kommt dann Don Italia noch auf der 14 dazu. Und Guardian auf der 9 auf jeden Fall, Damn4TTV auf der 10, Stimpy auf der 11, Real Bertie auf der 12 und Viper auf der 13. Ja, wie immer, ihr sucht euch euren Favoriten raus. Bei dem einen oder anderen weiß ich es, Rabak braucht da nicht lange suchen, der hat seinen Favoriten direkt gefunden. Jana, Kira und die anderen Raider, die hätten auf der zweiten Seite suchen müssen. Und ja, jetzt wo wir die Lobby einmal neu starten, würde ich mal sagen, wir gehen einmal in die Sponsorenwerbung der AWL und danach melden wir uns dann mit einem neuen Raum wieder. Und wir können auch mal ganz... Falsch, da wollte ich hin. Mann, einmal kurz zur Statistik. Sorry für das hin und her. Ja, der andere fährt ja in Lobby 7 und steigt einfach nicht auf. Ja, dann den mal auch weiter pushen hier. Der muss in die beste Liga. Also meines Empfindens nach. Crash, moin, hey. Oh, pass mal auf, Kira. Oh. Muss ich jetzt wegschalten, bevor ihr euch hier im Chat beeft? Fahren alle mit. Kurz Reifentabelle, da siehst du es. Luxi mit Handgelenksproblem unten auf Gelb. Er hostet zwar, ist auch da, also da, aber er fährt nicht. Und sonst, lass mich kurz drüber fliegen. Ja, sind alle da. Ja, also volles Fahrerfeld. Bis auf ja, Luxi, der zwar da ist, aber nicht da ist. So. Kann ich anstatt für Luxi fahren? Ich glaube nicht. Wir sind, glaube ich, voll. Da Luxi ja da ist, sind wir dann voll mit mir. Und ich weiß auch gar nicht, was die AWL-Regeln dazu sagen. Aber apropos AWL, bevor wir es nicht mehr schaffen, ich hau euch mal ganz kurz die Sponsoren rein und dann, wie gesagt, geht's gleich weiter. Danke an die Sponsoren der Afterwork Racing League, ohne die Liga in dieser Form gar nicht möglich wäre.
Gran Turismo ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel? Dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.de. So, da sind wir auch schon wieder. Hab da jetzt auch die Sponsoren kennengelernt. Ja, Krivo, das müsstest du dann mit jemandem von der AWL klären. Da bin ich im Reglement nicht tief genug drin. Vielleicht dann auch ein bisschen früher, weil, kann ich jetzt so aus dem Stegreifend gar nichts zu sagen, leider. Sorry. Ich guck mal parallel, wie weit denn unsere Lobby ist. Oh, Baby zu Hause. Ja, aber ja. Wie gesagt, sonst spricht das doch einfach mal prophylaktisch an. Dann kann man das ja immer mal gucken. So, wo ist denn? Ich beug mich mal hier nach vorne. Zocke ich nebenbei WoW weiter. Ja, sehr breit aufgestellt, der Krivo. Jetzt sehe ich wieder nicht. Haben wir denn den Luxi da? Hallo. Kamera mal ausgehen? Nein, Kamera geht nicht aus. Oder ich habe einfach auf der falschen Seite geguckt. Wir gehen mal rüber. Ich muss mir mal irgendwie mein iPad hier auf die Seite legen. Luxi. Nee, noch kein Luxi. Da ist er. Und schon alle drinne. Ja, siehst du, 15 von 60. 16, Krivo. Wäre also auch gar nicht gegangen. Also. Da bin ich. Achso, hier, ne? Hier, Hände hoch. Kann ich nichts für. Ja, vielleicht einfach mal auf. Ja, irgendjemanden von der AWL mal anschreiben, mal fragen, wie das mit so Gaststarts aussieht. Ja. Dann sortiert jetzt Luxi gerade neu. Das heißt, wir können auch noch mal kurz, Viper, falls du da bist, wir haben noch auf Don Italia gewartet, beziehungsweise Don Italia jetzt mit dazugeholt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum Luxi die Lobby neu startet. Könnte damit zusammenhängen, dass man dann Probleme hat, wenn jemand nachjoint. Also das wäre auf jeden Fall bei Gran Turismo auf jeden Fall denkbar. Und wir haben ja des Öfteren mal Features, also manche sagen Bugs, aber bei Gran Turismo haben wir ja ganz tolle Features. Aber ja, kriegen wir jetzt schon alles hin. So, und jetzt Chatverlauf mal eben gucken, was. Nee, ich will nichts eingeben. Ich möchte da eigentlich nur hochscrollen. 20:35. So, das heißt in 4 Minuten. Machen wir denn jetzt noch 4 Minuten lang? Features, ja. Das hatten wir schon bei GT Sport. Ja, 4 Minuten lang. Was könnte ich denn mal
Was machen wir denn so lange? Wir können an Füßen rumspielen. was ich mal berichten kann, war oder ist, dass ich am Wochenende in Spa war und da doch ziemlich beeindruckt war und das nur jedem empfehlen kann, da mal hinzufahren. Also wenn man eine schöne Woche mit Rennwochenende in der Wallonie in den belgischen Ardennen machen möchte, die Ecke da um Spa, schon schön. Also so ein bisschen französischen Flair, so südfranzösischen Flair an den Häusern und ganz tolle Wälder, schöne Ecke da auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich für die Motorsport-Begeisterten Spa-Francorchamps auf jeden Fall auf dem Parkplatz P1 oder P2 parken. Ich hoffe, dass der immer P1 und P2 ist. Weil das ist der Parkplatz an Eau Rouge Radion. Und wenn man da das erste Mal vorsteht, wow. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Ist nach dem Nürburgring auch erst das zweite, wo ich jetzt mal war. Aber trotzdem war ich beeindruckt und bin an dem Samstag auch tatsächlich rund um den Kurs gelaufen. 15 Kilometer. Also insgesamt an dem Tag. Ja. Wie lange haben wir denn noch? Schaffe ich nicht mehr, euch jetzt noch ein Video zu zeigen. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Problem. Irgendjemand kriegt noch 4 Runden angezeigt. Also da haben wir auf jeden Fall Don Italia. Den habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Lobby gehabt. Da oben steht auch 29. Tuno, guck nochmal, ob das jetzt für dich passt. Sonst müssen wir nochmal gucken. Kann ja sein, dass da irgendwo noch es noch irgendwo hapert. Mein Heck war. Was schreibt er? Diese Woche schon zweimal platt, ich sag's nur. Ja. Also Achtung in der ersten Kurve, muss ziemlich hart runtergebremst werden. Aber wir beschleunigen ja auch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, mit wie viel km/h die Jungs da gleich dann ankommen. Auf jeden Fall eine Minute noch, gleich geht die Uhr an. Und dann kann es losgehen. Ja. Drei. Zwei. Eins. Also Luxi zählt wieder runter. Und dann kommt gleich der Countdown. Da ist er. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt. So, da sehen wir sie. Alle schön eng aufeinander. Fuß auf der Bremse halten, Fehlstarts. Und dann wünschen wir allen natürlich ein gutes Rennen und viel Spaß in der Stunde in Australien. So, auf geht's. Und es kommen alle weg. Das ist schon mal super klasse. Und dann, erste Kurve ist natürlich nicht entscheidend. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Ja, wird eng. Da hinten gibt es auch leichte Kontakte. Aber das sieht alles, glaube ich, noch ganz gut aus. Wir gucken mal. Oh, starten hier heute alle mit den harten Reifen? Nee, Ringracer nicht. Ringracer und Tanja sind die einzigen beiden. Und hier Sven, die
nicht mit harten Reifen starten. Also ich würde jetzt mal Joker. Tanja war Mittel von Italia. Sven mit den Weichen. Wir gucken mal ganz kurz durch. Also wir werden relativ früh, glaube, viele Boxenstopps sehen. Ringracer noch mit Mittel. Und dann war es das auch schon. Also nur ein paar Fahrer, die hier von Anfang an nicht auf die harten Reifen setzen. Und wir kriegen hier schon einen großen Abstand. Na, vorne jemand. Nee, sah gerade so aus, als hätte sich jemand gedreht. Aber da hatten wir so einen Pfeil rausgepiekst. Also Joker schon mit 3 Sekunden Rückstand. Und Bruno Reiter hängt direkt dahinter. Also hier die Verfolgergruppe war noch schön dicht beieinander. Don Italia auch schon mit 3 Sekunden Rückstand. Aber noch kein Schaden. Doch hier bei Stimpy haben wir vorne links einen kleinen. Und das dürfte da auch jetzt relativ eng werden. Da kommen sie relativ schnell. Viper in. Stimpy mit der besseren Linie jetzt, bleibt vorne, aber Viper versucht es nochmal über außen und dann fällt er hinter Guardian zurück. Also hier wilde Wechsel und dann fällt er auch relativ weit zurück und wir sehen alle hier direkt schon mal rein. Rihioki fährt noch weiter, Ringracer hält die Reifen drauf, Tanja hält natürlich die Reifen drauf und Joker fährt auch erstmal weiter mit den harten Reifen. Also hier wurde offensichtlich getestet und man hat gesehen, dass man ein paar Runden mit den harten Reifen fahren muss. Bleiben jetzt mal kurz hier auf dem Fight zwischen Sven und Joker. Oh, Joker weit außen und Sven geht durch. Das nutzt Sven natürlich direkt aus. Jetzt gucken wir mal. Don Italia, der ist auch durchgefahren. Viper hält die harten Reifen auch drauf. Also hier einige wieder mit einem etwas längeren Stint. So, Dam4TTV hat die harten Reifen auch drauf gehalten. Also hier noch gar nicht so viele abgebogen. Bruno Reiter, können wir noch einen zweiten Haken machen? Der hat sich jetzt die Weichen geholt. Stimpy hat die Linie überfahren und kriegt deswegen eine 3 Sekunden Strafe hier hinten. Guardian hat sich die Mittelharten abgeholt, also möchte auch erstmal schön ins Rennen reinkommen. Erstmal einen langen Stint nach dem Wechsel da direkt. Oh, Seppi Wurscht da hat da irgendwie die Bande touchiert. Und ja, obwohl, weiß ich gar nicht, ob dann jetzt noch die Strafe für die Linie dazu kommt oder ob es die Wandkollision war. Auf jeden Fall jetzt auch mit den weichen Reifen. So, wir gucken wieder mal nach vorne. Rihioki hat sich hier vorne jetzt auch schon mal ein bisschen abgesetzt. Kann auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen vorne auch Gas geben. 1,7 Sekunden. Ringracer dahinter. Und jetzt geht Tanja rein. Was? Oh, da hat dann einen Schaden vorne links. Der wird dann direkt repariert hier. Und dann geht es jetzt erstmal nach hinten. Wir gucken mal, wo kommt er denn wieder raus? Viper kommt jetzt gerade auf die Start-Ziellinie. Und ja, Tanja wird schnell repariert. Geht jetzt erstmal dahinter. Der Skip in der Boxengasse. Mal gucken. Wo ist er denn jetzt hin? Boah, fällt jetzt erstmal relativ weit zurück. Da kommt er wieder raus mit den harten Reifen. Also hier wird auch direkt angepasst. Jetzt versucht er da mit den harten Reifen erstmal den nächsten langen Stint zu fahren. Die ersten Reifen haben nicht lange auf dem Auto verbracht. Wir bleiben mal auf der Gruppe hier drauf. Wir gucken mal, um Platz 8 ist hier der Fight. Da sind sie ja alle dicht aufeinander. Die zwei Jurassic Park Porsche vorne weg. Und dann dahinter Tanja und Dam4TTV. Also da ist nicht viel Zeit zwischen.
Tanja hat jetzt schon aufgeschlossen. Versucht mal daneben zu gehen. Oh, und Boschi, nee, Real Bertie ist es mit dem Fehler. Kommt nach außen und verliert erstmal zwei Positionen. Oh, den Schaden hat er sich den da vorne eingefangen beim Einschlag. Wir gucken mal schnell drauf. Ah, haben wir nicht mehr gesehen, ob der Schaden jetzt von dem Wandkontakt war. Auf jeden Fall da jetzt erstmal das Auto leicht kaputt. Tanja 3 Sekunden davor. Noch hinter Korschi und da war doch gerade noch jemand dabei. Mal eben gucken. Wo ist denn Damford TTV hingefahren? Wo ist er denn? Also, immer noch mal, ob da irgendwas passiert ist in der Wiederholung. Ja, dreht sich da weg und steht in der Mauer. Also, da sehen wir es noch mal. Gelbe Flagge und wir gucken mal, wo er jetzt im Live-Bild dann ist. Auf P14 ist komplett zurückgefallen. Musste erstmal alle durchlassen und den Wagen dann wieder richtig hinstellen. So, vorne hat sich bis jetzt noch nichts getan. Und auch keine weiteren Boxenstopps, soweit ich das jetzt erstmal überblicken kann. Sven immer noch mit den weichen Reifen. Don Italia hier im Fight mit Joker. Und geht erstmal vorbei. Oder verteidigt die Position? Wer war denn vorne eigentlich? Müsste eigentlich Don Italia vorne gewesen sein. Kann sich da jetzt auf jeden Fall auch vorne behaupten. Joker dahinter. Wie gesagt, hier die harten Reifen jetzt erstmal. Am Start und das auch, wie gesagt, etwas länger. So, jetzt einmal mache ich euch jetzt aber. Oh, obwohl wird schon ein bisschen dunkel. Ja, wir nehmen mal die abendliche Stimmung hier mit. Ist ja auch ganz schön. So, Tanja auf der 7. Boschi auf der 8. Guardian auf der 9. Und dahinter Stimp. Das sah gerade so aus, als würde er sich da wegdrehen. Kleinen Quersteher drinne gehabt im Hintergrund. Aber hält den Wagen hier auf der Strecke. Dann haben wir Viper auf der 11. Der ist hier auch schon mit den Mittelharten unterwegs. Schlägt jetzt einmal kurz ein und Seppi wurscht da daneben und vorbei. Also nutzt da den kleinen Fehler von Viper, aber der ist jetzt in der Endbeschleunigung hier ein bisschen schneller, zieht wieder daneben. Oder ist das der Side-Draft? Auf jeden Fall jetzt wieder vorbei mit dem Porsche. Vielleicht auch einfach die höhere Endgeschwindigkeit. Auf jeden Fall hält er da nach einem Drag Race da den Berg runter. Seine Position, Seppi Wurster. Jetzt versucht das nochmal über innen. Zeigt sich da auf jeden Fall, aber ja, kann da nicht vorbeigehen. Wir gucken mal, ob da jetzt noch was geht. Zeigt sich wieder innen, aber auch da zieht er wieder zurück. Ich glaube, ich mache doch mal wieder das Licht an hier. Doch ein bisschen dunkel so langsam. Ja, die beiden hier hart im Fight um Platz 11 und jetzt wieder Seppi, der rauszieht, aber sobald er aus dem Windschatten rauskommt, wird das dann nichts mehr. Jetzt der leichte Kontakt auch und muss Seppi jetzt ein bisschen abreißen lassen. 0,7 Sekunden waren es jetzt gerade. Ja, kann sich da aber wieder gut ranbremsen. Jetzt ist er wieder da, wieder in Schlagdistanz. Also die beiden, die liefern sich hier einen ordentlichen Fight um Platz 11. Und Seppi, ja, der scheint mit dem Nissan ein bisschen Endgeschwindigkeitsprobleme zu haben. Jetzt hier, wo es in die Kurven geht.
den technischen Teil. Da ist er dran und könnte auch vorbeifahren, wenn irgendwo Platz da wäre. Jetzt versucht er es über links. Oh, enge Stelle und dann fahren sie da zwei, drei Kurven nebeneinander durch. Am Ende wieder Viper vorne und ja, wenn man es jetzt eben mit bedenkt, da ist ja Viper viel schneller den Berg runtergekommen. Ja, jetzt Seppi natürlich mit dem Windschatten, aber kurz auf dem Gras. Das wird ihn wieder Zeit gekostet haben. Vielleicht jetzt in der Anbremszone zur letzten Schikane. Nee, also da ist er jetzt erstmal zu weit weg, um anzugreifen. Aber der kommt immer wieder nah ran und dann kommt er auch zu nah dran. Er raucht es wieder, da hat es eine kleine Kollision gegeben. So, Viper, Tanja schmeißt jetzt die harten Reifen ab und Seppi Wurster, der ist komplett auf dem Gras. Das heißt, da ist jetzt erstmal der Kontakt zu Viper abgerissen. Dafür kommt Tanja jetzt ganz knapp da vorne raus. Wir gucken drauf. Er hat nicht ganz so viel Geschwindigkeit, höchstwahrscheinlich wie Viper. Also jetzt hier zwei Schweizer, ein Österreicher. Da haben wir ein ordentliches Sandwich jetzt. Die Schweizer noch, um in dem Bild zu bleiben, die Toastbrotscheiben und Viper jetzt gerade dazwischen eingeklemmt. So, und jetzt vielleicht hinten die Chance für Seppi Wurster. Nee, also, guck mal ganz kurz, Tanja haken wir einmal ab mit Weich. Boah, der ist schon komplett fertig für heute. Kriegt als erster den grünen Haken. Und, oh, vorne tut sich auch, ja, tut sich auch was, weil Rihioki an die Box fährt. Auch da werden jetzt die Reifen abgeworfen. Und wir haben gesehen, der hatte einen ordentlichen Schaden. Oh, der ist vorne irgendwo ordentlich reingefahren. Gucken wir jetzt mal durch. Ringracer, Sven. Klar, die haben noch ihre mittelharten und weichen Reifen drauf. Joker geht jetzt erstmal auf die 3. Klar, da werden jetzt natürlich ein paar Boxen Bobs abgehalten. Damford TTV, da gucken wir auch mal ganz schnell. Der hat immer noch die harten drauf und kommt jetzt mit einem Schaden hier aus der Box. Oh, ist auch sehr langsam unterwegs. Aber die Warnblinkanlage ist nicht an. Also er hat jetzt hier einfach nur Joker und Uno Reiter überholen lassen. Dann gucken wir mal. Hiyoki kommt jetzt raus mit den Mittelhartenreifen. Porsche war nicht drin. Der hat sich jetzt hier E6 geholt, weil er die ganze Zeit schon mit den Harten unterwegs ist. Von Italia hat die Mittelharten aufgezogen. Bei Guardian sehen wir immer noch die Mittelharten. Stimpy immer noch mit Weich. Tanja, wie gesagt, fertig. Die hat Tanja hat schon als erster alle Reifen genutzt. So, jetzt kommen noch Real Berti und Viper auch rein. Und somit Seppi jetzt erstmal mit freier Fahrt. Und dann gucken wir gleich mal. Vorne sehe ich, dass da ein Duell gerade entsteht. Wir gucken mal kurz. Real Berti kommt mit den Mittelharten raus. Hat die offensichtlich gerade schon geholt, weil die sind angefahren. Vielleicht nur einen Schaden reparieren lassen. Und Viper, der macht direkt mal mit hier. Macht auch die Tabelle ein bisschen bunter. So. Was habe ich denn da gerade gesehen? Also Ringracer und Sven, die sind hier relativ nah noch aufeinander, eine Sekunde zwischen den beiden und jetzt hier das nächste Duell um den Podiumsplatz. Tuno Reiter hinter Joker. Da
bleiben wir natürlich drauf. Gucken wir uns an, was da passiert. Oh, Truno zieht innen rein. Ah, er hat Joker vielleicht nicht ganz mitgerechnet, dass er im letzten Moment noch daneben fährt. Es gab da, glaube ich, auch einen leichten Kontakt an der Seite. Gott sei Dank nichts passiert. Aber wir sehen auch weiche gegen harte Reifen. Also da wird jetzt Truno Reiter auch, denke ich mal, relativ schnell wegziehen. Sehen wir jetzt auch gerade schon, der Abstand schon fast auf 2 Sekunden raus gefahren hier. Also das ist der Unterschied zwischen weichen und harten Reifen. Rihioki ist hier gerade relativ alleine unterwegs. Nach vorne knapp 5 Sekunden, nach hinten fast 12. Von Italia, der hat auch einen ordentlichen Vorsprung nach hinten. Knappe 3 Sekunden auf Corsi. Oh, und jetzt hier Guardian in Bedrängnis von Stimpy. Und von hinten kommt dann auch noch Tanja. Die ist jetzt auch gleich dran. Also mittelharte Reifen gegen weiche Reifen bei Stimpy und weiche Reifen bei Tanja. Also die schlechtesten Karten eigentlich jetzt gerade für Guardian. Da kommen von hinten 2 Mercedes. Benzensen. Die da die Position 8 haben wollen. Stimpy zieht raus und nimmt mit der linken Seite da das Gras mit. Wo ist meine Wiederholungstaste? Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige gedrückt. Ja, fliegt da auf jeden Fall ordentlich ab. Dreht sich jetzt nochmal halb auf die Strecke. Von hinten kommt Seppi Wurster. Kriegt da den Mercedes jetzt in Gang? Nee, er wartet, glaube ich. Nee, er wartet nicht ab. Oh, ha. Boah, das war knapp. Ist da auch höchstwahrscheinlich nicht geghostet worden. Aber was für ein Abflug von Stimpy. Kommt da ein kleines bisschen zu weit nach links. Da sehen wir es. Nee, hier war es noch gar nicht. Jetzt da. Und das kleine Stückchen Gras, was er da mitgenommen hat, das sehen wir da auch wirklich. Der hat da einen Reifen drüber gehabt. Das reicht dafür, dass er den Wagen hier so komplett wegschmeißt. Und ja, dann kommt er wieder aufs Gras und dreht sich wieder halb. Ja. Ah, übel, übel. Fährt jetzt aber erstmal weiter. Und das Ganze 3 Sekunden hinter Seppi Wurster, der schon die ganze Zeit mit einem kaputten Auto hier unterwegs ist. Boah. Scheint besser zu... Ja, da sehen wir auch, woher die Schäden dann höchstwahrscheinlich kommen. Und ja, vorne weiter keine Anstände hier, die Reifen zu wechseln. Und Sven mit den Weichen kann noch gut dranbleiben, obwohl die jetzt schon ordentlich Gummi auf der Strecke gelassen haben. So, Truno Reiter kommt rein. Er wird jetzt auch erstmal wieder durchgereicht. Oh, und gelbe Flagge. Oh, da steht die Nummer 12. Real Bertie. Wir gucken mal, ob wir sehen, was da passiert ist. Kommt hier den Berg hoch und dann wird wahrscheinlich das Heck leicht. Ja. Genau das. Und dann ist er Gott sei Dank geghostet, dass beide hier durchfahren können. Oh, und jetzt haben wir gerade noch gesehen. Oh, hier werden überall Fights aufgemacht. Porsche. Nee. Warte. Will Berti, der hat jetzt nämlich hier den
Viper hinter sich, aber wir noch mal hier. Oh, was ist denn hier vorne passiert? Auf einmal 2 Sekunden Abstand zwischen Ring Racer und Sven. Ah, wahrscheinlich mit den Reifen. Die haben jetzt doch ein bisschen nachgelassen. Nicht mehr ganz so schnell durch die Kurven gekommen oder vielleicht irgendwo leicht angeeckt. Oh, und dann im richtigen Moment umgeschaltet auf Rihioki und Joker. Rihioki gerade dran vorbeigezogen. Das Fight hier der beiden Nissan. Was ist der richtige Plural von Nissan? Auf jeden Fall der 2 Autos. Und Joker biegt jetzt ab. Das heißt, der Zweikampf jetzt auch erstmal entschieden. Und da sehen wir mal die Boxeneinfahrt. Also links, rechts. Da muss man sich hier irgendwie reinwursteln. Don Italia war 5 Sekunden dahinter. Geht jetzt erstmal an Joker vorbei. Fährt jetzt die aktuell und absolut schnellste Rennrundenzeit. Mit einer 2:03.846. Und Korshi kommt jetzt auch noch vorbei. Dann haben wir Tanja und Tuno Reiter auf der 7. Und wo bleibt der Joker? Joker jetzt vollgetankt. Dürfte jetzt dann auch wieder rauskommen. Da haben wir ihn. Und was ist denn eigentlich mit Tuno? Ach, der hat sich gerade die Mittelharten abgeholt. Also können wir ihn auch schon mal grün markieren. Alle Reifen verwendet. Und da sehen wir auch schon ordentliche Differenzen zwischen jetzt zum Beispiel so einem Sven oder einem Ringracer, die vorne unterwegs sind, die noch gar nicht getankt haben, aber auch die, oh, die werden jetzt noch so 1-2 Ründchen maximal haben. Sven hat ein bisschen besser mit dem Sprit haushalten können, dadurch, dass er auch im Windschatten oft unterwegs ist, ein bisschen Sprit sparen. Und ja, vielleicht schafft er noch. Nö, Sven macht's komplett konträr zu seinem spritsparenden Fahren. Geht jetzt direkt rein. Und das heißt, wir gucken mal auf Rihioki. Der müsste eigentlich dran vorbeikommen. Sven ist noch nicht vorgefahren. Wir sehen seinen Pfeil noch nicht. Da ist er. Löppt auf einmal auf. Und jetzt geht Rihioki erstmal vorbei. Jetzt geht das Tanken erstmal los. Also wir gucken mal eher in Richtung Don Italia. Aber auch der wird vorbeigehen an Sven. Obwohl das eng werden könnte. Es gibt den kleinen Skip zum Ende. Ja, aber erstmal P4 für Sven, der jetzt mit den Mittelharten unterwegs ist. Also da wird man gegen Ende die harten Reifen nutzen. Wenn nicht sogar in der letzten Runde oder im letzten paar Runden. So, Tuno Reiter, Korshi. Da ist noch ordentlich Platz und Korshi immer noch mit den harten Reifen. Ringracer, der einzige, der jetzt noch keinen, obwohl, was heißt keinen, haben ja doch den einen oder anderen, der auch noch nicht, Damfor TTV, doch, der war schon in der Box, aber hat da auch nicht so viel nachgetankt, aber jetzt müsste Ringracer reinkommen. So sieht es nämlich auch aus. 3% Sprit dürften das noch sein. Damit hätte er keine Runde mehr geschafft. Wahrscheinlich hier so bei der Länge der Strecke eher so Richtung 5%. Und damit
schiebt sich Rihiyoki hier wieder an, dran vorbeizugehen. Don Italia, wie gesagt, den kenne ich auch von früher, meine ich auch stark in Erinnerung zu haben. Der wird uns wahrscheinlich auch relativ schnell wieder verlassen. Der wird sich hier, glaube ich, relativ schnell durcharbeiten. Übernimmt jetzt auf jeden Fall erstmal P2. Ringracer versucht es mit einem kurzen Stopp hier. Aber kommt nur hinter Don Italia raus, der hinter Realberti jetzt erstmal hängt. Ringracer geben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Haken für die harten Reifen. Ja, kommt er auch ohne weiteres dran vorbei. Und kann sich jetzt auf den Weg machen, sich hinter Don Italia zu krallen. Aber höchstwahrscheinlich werden die harten Reifen hier auch gar nicht so lange draufbleiben. Ja, dann gucken wir mal weiter. Sven auf der 4. Der war ja auch gerade zum Boxenstopp. Tanja auf E5. Tuno Reiter auf der 6. Die beiden schon mit freier Reifenwahl. Die sind ja schon beide durch. Ja, Corsi hat hier seinen Porsche auch auf extremes Spritsparen eingestellt. Da sind bestimmt noch 8% drinne. Gucken, ob er da jetzt noch eine Runde fährt. Oder ob er da jetzt an die Box geht. Von hinten kommt auf jeden Fall Joker mit einem kleinen Schaden hier vorne rechts. Ah, jetzt ist Joker dran, steht einmal ein bisschen beim Kurvenausgang ein bisschen quer, deswegen verliert er wieder ein bisschen Zeit. Jetzt ist auch der Windschatten weg. So, Ringracer direkt mit dem nächsten Boxenstopp. Was durchaus zu erwarten war mit den harten Reifen. Wird jetzt erstmal von Sven geschluckt. Mal gucken, ob er noch auf E6 zurückgeht. Tanja auch in der Box. Ah, gucken wir mal. So, diesmal wird Ringracer dann auch voll betankt. Tanja. Oh, da ist der Sprit alle. Aber, wie gesagt, freie Reifenwahl bei ihm. Der hat schon alles durch. Und Ringracer kommt nochmal mit den mittelharten Reifen raus. Also, ein zweiter langer Stint soll hier nochmal gefahren werden. Hat ja auch ganz gut geklappt. Konnte sich gut vorne halten und dann wird es höchstwahrscheinlich nochmal einen kurzen Weichenreifenstopp am Ende geben. Sieht für mich eigentlich ganz gut aus, soweit die Taktik. Joker dann 5 Sekunden dahinter. Tanja jetzt auch wieder auf der Strecke. Weiche Reifen dreiviertel voll getankt. Also weiß da auch, dass die weichen Reifen nicht lange funktionieren. Nimmt das direkt mit in die Überlegung rein. Corsi auf den mittelharten Reifen. Nach dem Boxenstopp The Guardian auf der 9. Auf der 10 haben wir Seppi Wursch da. Da können wir auch Vollzug melden. Viper hatte Disconnect. Oh! Yo! Da fehlt uns jemand. Dann machen wir doch mal, was ist denn Disconnect? Was ist Lila? Lila ist bestimmt ein Disconnect, oder? Oh, das ist aber ein ungünstiges Lila. Machen wir mal so. Scheiße. Ja, da haben wir jemanden verloren. 13, aber da haben wir doch noch... Geht nicht noch jemand? Warte mal. Rihiyoki. Don Italia. Sven. Tuno. Ach nee, Luxi, du bist ja noch... Ja, ich habe gerade überlegt.
Ja. Aber schade für Viper. Das wünscht man natürlich keinem. Wimpy ist auch weg. Echt? Warte mal. 13, 14, 15. Ja, stimmt. Stimpy ist auch weg. Ah, oh, was ist denn heute schon wieder los? Heute wieder ein bisschen Disconnect geplagt hier. Das haben wir sonst nicht. Ja, gucken wir mal nach den verbleibenden Fahrern. Alarm! Nee, du musst Gewitter machen, Viper. Ich hab doch den Dings hier. Mit den Kanalpunkten. Und warum spielt das jetzt nicht ab? Ach Mann, ich versteh's nicht. Ich hab doch hier den Streamer-Bot laufen. Warte, ich löse dir das nochmal aus. Ist nicht. Nee. Ja. So, da ist zumindest das Gewitter. Ich weiß nicht, warum das da nicht funktioniert. Irgendwas ist da noch nicht richtig eingestellt. Entweder muss ich die direkt auf sichtbar machen. Aber ich habe mich da eigentlich ans Tutorial gehalten. Naja, jetzt haben wir die Hälfte durch und ja, Viper, schade für den Disconnect. Also das ist echt schade. Ja, Hälfte des Rennens gucken wir ja immer mal durch. Rihioki führt das Ganze hier vor Don Italia an. 8 Sekunden zwischen den beiden. Das ist schon ganz ordentlich. Dann nochmal 12 Sekunden bis zum Sven. Der hier auch gute 10 Sekunden nach vorne und nach hinten hat. Also von daher auch keine Bedrängnisse jetzt gerade. Kann relativ frei fahren. Tuno Reiter kann auch gut frei fahren hier auf Platz 4. Dann haben wir Ring Racer auf der 5. Auch der hat nach vorne und nach hinten ordentlich Platz. Joker auf der 6. Auch da, ja, von hinten kommt Tanja. Da mal ein bisschen die Augen aufhalten nach hinten. 2 Sekunden noch. Das wird jetzt langsam weniger. Mal gleich mal wieder drauf. Gehen mal eben schnell durch. Porsche auf der 8. Kurz Kontrolle, ob da nochmal irgendwo Reifen gewechselt wurden. The Guardian auf der 9. Seppi Wurster auf der 10. Und Real Berti, der wird jetzt gleich in die Box kommen. Und Damn4TTV, der ist aktuell auf Platz 12. So, jetzt gucken wir mal wieder zurück. Tanja hat mittlerweile Joker eingeholt. Da gibt es dann auch schon mal die Lichthupe. Achtung, ich komme von hinten und der kommt schnell von hinten. Aber auch da das Gras. Der macht es fast besser. Muss aber geradeaus. Also hält den Wagen auf der Strecke, aber dann, ja, danach halt nicht mehr, weil er zu schnell ist und da nicht mehr bremsen kann. Also haben wir jetzt nochmal den Bass, dass hier Tanja nochmal angreifen kann, also auf Joker. Na, erstmal muss er die Reifen wieder sauber fahren. Und dann kann er wieder angreifen, jetzt aus dem Windschatten. Saugt er sich schon ordentlich ran.
Und da zeigt sich jetzt auch mal, geht da ein bisschen schneller in die Kurve. Die nächsten beiden Rechtskurven, eher was für Joker, aber der zieht dann auch so ein bisschen raus. Weiß vielleicht auch, dass er langsamer ist als Tanja. Ja, auch mit dem mittelharten Reifen und dem leichten Schaden. Da weiß er, dass er nicht lange gegenhalten kann. Und dann versucht er eher dran zu bleiben, aber haut sich jetzt nochmal die andere Seite vom Auto kaputt. Also jetzt beide Achsen vorne und der Splitter leicht beschädigt. Das wird die Performance vom Auto auch nicht besser machen. Also auch der Zweikampf jetzt erst nochmal entschieden. Ryoki läuft jetzt auf The Guardian. Da sehen wir auch schon blaue Flaggen. Gucken, wie lange er da noch braucht, um ranzukommen, beziehungsweise dann auch vorbeizukommen. Blaue Flaggen sind auf jeden Fall draußen. Jetzt eine schöne Stelle finden zum Überholen lassen. Ah, jetzt die beiden Linkskurven. Natürlich nicht so das Beste, aber Guardian macht das gut. Und Ryoki kann da ohne Zeitverlust durch. Aber jetzt da der Einschlag auf der rechten Seite. Wir sehen es direkt unten an der Schadensanzeige. Direkt mal was mitgenommen. Donitalia hier auf der 2. Kommt da auch nicht näher ran. Und auch da gibt es jetzt für Guardian dann die blauen Flaggen. Da kommt Don Italia angeflogen, ja, lässt da einmal kurz offen, aber noch nicht für Don Italia, dass er durchziehen kann. So, und Joker jetzt in der Box. Wo kommt der wieder raus? Ah, 8, 7. Porsche kommt jetzt mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit den Berg hoch. Ah, ist der Unterschied so groß? Nee. Also, Joker wird erstmal vor Corsi bleiben. Hat jetzt einmal die weichen Reifen aufziehen lassen. Ist damit auch fertig, aber ich denke, obwohl er hat auch nicht voll getankt, könnte dafür sprechen. Aber 11 Runden schafft er damit nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. So, Corsi ist jetzt auf jeden Fall dran. Wir gucken uns das Ganze mal aus seiner Perspektive hier an. Ist jetzt an Joker dran. Ja, aus dem Windschatten ist er jetzt raus. Müsste sich jetzt nochmal ranarbeiten hier in den Schikanen, in den Esses. Ja, den Berg runter. Vielleicht findet er da irgendwo nochmal die Zeit. Er verliert Joker jetzt noch mehr aus den Augen. Ah, 2 Sekunden und dann kommt er auch nicht so gut aus der Kurve raus wie Joker. Ups, falsche Taste. Da wollten wir hin. Also Corsi fällt jetzt erstmal weiter zurück hinter Joker. Kann er nicht dranbleiben. Und ja, was ist hier sonst so los? Ryoki, der wird jetzt gleich zum Boxenstopp kommen. Don Italia jetzt mal ein bisschen näher gekommen auf 2 Sekunden. Und kommt jetzt auch auf der Geraden ein bisschen näher. Und jetzt Ryoki, der war schon im Restbereich des Tanks, also der wird jetzt gleich reingehen. Dann Italia kommt immer näher. Ja, vielleicht auch bedingt durch den Schaden bei Ryoki. Und der Don zieht direkt hinterher. Also hier Parallelflug zum Boxenstopp. Obwohl Don Italia noch eine Runde geschafft hätte. Und jetzt gehen natürlich die Augen auf Sven. Sven ist hier in der letzten Schikane, hängt so ein bisschen hinter. Wer ist es?
Seppi. Was heißt Hank? Der ist auf jeden Fall dran. Und jetzt gibt es natürlich auch die blauen Flaggen. Gleich wird er dann höchstwahrscheinlich vorbeigelassen. Ja. Seppi macht die Linie frei. Und ja, jetzt gucken wir. Sven übernimmt erstmal die Führung. Da kommt Don Italia. Der hat sogar ein bisschen kürzer getankt als Rihioki. Übernimmt damit erstmal die zweite Position. Kommt da auch mit den weichen Reifen jetzt raus. Ist auch damit durch. Und der hat sogar nur drei Viertel getankt. Also der wird höchstwahrscheinlich die neun Runden damit zu Ende fahren können. Also revidiere ich mal das, was ich eben gesagt habe. Könnte mir auch vorstellen, dann, wenn das jetzt so bei allen anderen auch aussieht, dass wir jetzt schon im letzten Stint dann sind. Und sich dann jetzt so langsam entscheidet, wer welche Position dann nachher innehaben wird. Ja, der ein oder andere hat noch einen Stopp offen. Wir sehen es in der Liste. Der braucht noch die weichen Reifen. Da gucken wir gleich mal vorbei, ob er die jetzt nicht vielleicht schon gerade fährt. Porsche, Guardian, Ringracer, Real Berti und Sven werden wir auf jeden Fall nochmal sehen. Kuno hat sich gerade frische mittelharte Reifen geholt. Also er setzt auch auf den letzten Stint jetzt. War ja auch schon lange durch. So, Joker und Corsi. Da kommt Corsi jetzt gerade wieder näher ran. Leichter Kontakt von Corsi da innen mit der Bande. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit. Das sehen wir auch direkt im Abstand zu Joker. 2 Sekunden jetzt wieder. Guardian kommt gleich dann bestimmt auch. Hier gibt es einmal neue Reifen für Seppi. Und auch da gut drei Viertel vollgetankt, reparieren und dann wieder los. Also reparieren ist hier wahrscheinlich auch nur ein bisschen Panzertape drauf ballern und dann geht's weiter. So, Seppi war aber auch schon fertig. Der holt sich jetzt einfach nur noch mal für den letzten Stint ein paar Weiche. Und ja, den einen oder anderen erwarten wir hier noch. Hier Berti können wir einmal abhaken. Sven, denke ich mal, wird dauern. Corsi, können wir mal eben gucken. Hat er schon die Weichen drauf? Nee, der macht auch mit den mittleren, längeren Stint. Genauso wie Guardian. Ringracer. Müssen wir irgendwo hier haben. Auch der wird nochmal kommen. Dem vor ETV, der kommt auch noch mal, um sich die Weichen abzuholen. Und oh, das haben wir jetzt gerade. Wenn war gerade noch vorne, das haben wir gerade verpasst. Ich hoffe, dass wir es vielleicht jetzt noch mal drauf haben. Ja, Don Italia mit dem Überschuss aus der letzten Kurve hier vor dieser Bergabgeraden und dann aus dem Windschatten raus mit dem Nissan dran vorbei an Sven. Ganz sauberes Überholmanöver. Also jetzt Don Italia auf der 1. Dahinter Sven auf der 2. Und Rihioki, der ist hier auf der 3. 2 Sekunden dahinter. Tanja kommt zum Boxenstopp. Er ist auch schon fertig. Auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht sehe. Doch, da oben.
Ja, 3,5 Sekunden auf 4 jetzt. Und Donitalia kommt da vorne gut weg. Aber die drei ersten hier innerhalb von 4,5 Sekunden ungefähr. Also da darf man, glaube ich, niemanden abschreiben. Und jetzt kommt Rihioki gerade richtig nah an Sven dran, der da jetzt gerade wohl ein Problem hatte. Jetzt gibt es da auch noch eine blaue Flagge. Wo ist die denn? Ist da niemand? Nö, da ist niemand. Vielleicht dahinter. So, einmal die schnelle gerade hier runterpreschen. Leicht rechts rum und dann kommt Rihioki da ordentlich angeflogen. Hat da, glaube ich, so ein bisschen Angst gehabt, dass er da Sven reinfahren könnte. Deswegen da nochmal leicht mehr abgebremst, als es eigentlich nötig wäre. Aber der ist jetzt auf jeden Fall dran. Platz 2 in Reichweite. Aber Don Italia vorne, der haut da ein bisschen ab. 5,6 Sekunden. Ist schon ein bisschen mehr geworden. Oh, und Sven. Gucken wir einmal drauf. Das sah mir so aus, als wollte er da Rihioki vorbeilassen. Hat er einmal gelupft. Gucken wir aufs Gas. Ja. Geht da einmal vom Gas und lässt Rihioki passieren. Auch da wahrscheinlich der Gedanke, ich klemme mich dahinter und profitiere dann dadurch. Sven muss auch noch mal... Oh, erstmal in die Mauer fahren. Also muss er nicht, aber tut er gerade. Was ist denn da passiert? Hatte da schon gute 2 Sekunden Abstand. So, Drift. Da bricht ihm das Heck aus. Ja, Gott sei Dank nicht so viel passiert, aber... Damit hat er natürlich viel Zeit auf Rihioki verloren und Ringracer ist wieder ein bisschen näher gekommen. Vor allen Dingen Sven muss jetzt auch gleich in die Box. Dann wird Ringracer auf jeden Fall vorbeikommen. Außer er geht dann auch direkt mit. Wir haben es ja eben schon gesehen. So ein kleiner Parallelflug, vielleicht gar nicht so schlecht, um den anderen dann auszukontern. Sven geht diese Runde noch nicht rein. Das reicht also noch für ein Ründchen mehr. Gucken wir mal durch, wie hier so die Abstände sind. Also aktuell keine Zweikämpfe hier. So, Danport TTV, der dürfte sich doch jetzt die weichen Reifen abholen, oder? Ah nein, Dems Force Feedback ist aus. Ah, das kenne ich. Oh, das ist so ätzend. Das ist so, so, so ätzend. Ah. Ja. Ich kenne das mit meinem T300 auch. Da ist dann auf einmal nur noch so, ich kann so fahren, wie ich möchte. Ohne Gegendruck. Ach, scheiße. Ja, das ist dann jetzt natürlich nochmal schön das Icing on the Cake. Also schön die Krönung nochmal oben drauf.
Braucht man nicht, aber ja, Gott sei Dank ist die Wheelbase nicht kaputt gegangen oder so. Ich denke ja einfach nur, dass das ein Problem der Kommunikation zwischen Gran Turismo und dem Wheel dann ist. Also ich hoffe es. Ich drücke da auf jeden Fall die Daumen. So, Rihioki, der kommt so heimlich still und leise an Don Italia ran. Es sind nur noch 1,7 Sekunden. Und so wie das aussieht, wenn erstmal jetzt rein. Alle anderen haben sich auch so ein bisschen verteilt. Können wir jetzt hier erstmal so ein bisschen drauf schauen. 1,7 Sekunden, ja 1,6, jetzt kommt gerade Rihioki ordentlich ran hier. So, Sven müsste dann jetzt mit den Harten rauskommen, tut er auch. So, Rihioki verliert hier im Bergaufstück wieder 0,4 Sekunden. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit nochmal zu gucken. Corsi, der Ringracer. Corsi ist ja unten, da habe ich gerade drauf geguckt mit den Reifen. Ringracer, der wird jetzt gleich auf jeden Fall kommen nach der Runde. Dann gibt es bei ihm die weichen Reifen, dann ist er auch durch. Sven mit 14 Sekunden dahinter wird dann P3 übernehmen. Für Tanja wird es dann eher knapp, würde ich behaupten. Der wird dann nicht dran vorbeikommen. Ist aber jetzt auch auf dem letzten Stint hier unterwegs. Uno Reiter aktuell auf der 6. Da ist auch ordentlich Platz nach hinten. Joker mit 1,44 Rückstand auf die Don Italia. Und Porsche jetzt hier wieder raus mit den weichen Reifen. So, auch er fertig. Wir gucken kurz bei Guardian. Der hat auch schon die weichen Reifen aufziehen lassen. Das heißt, unser letzter Stopper ist der Ringracer und wir gucken jetzt noch mal kurz zwischendurch nach hier vorne. Wir sind bei 1,3 Sekunden. Also so langsam nähert sich Rihioki da an. So, wir waren bei Corsi auf der 8, Guardian auf der 9, Seppi Wurster auf der 10. Da kommt von hinten Tanja zur Überrundung. Real Berti auf der 11 und Damfor TTV auf der 12 ohne Force Feedback. Also, ja, macht seinen Abend etwas leichter, aber ja, schön ist es trotzdem nicht. Ringracer, der kommt hier ganz knapp hinter Seppi raus und Tanja auch. Sieht er auch 1,5 Sekunden und jetzt auf den weichen Reifen. So, dann haben wir also doch alle durch, ne? Dann können wir die Tabelle auf jeden Fall ausblenden und uns voll und ganz auf das Rennen konzentrieren, weil wir alle durch haben. So, gucken wir nach vorne. Don Italia, kleiner Schaden am Auto. Das ist nicht so gut. Aber Rihioki wieder 3,5 Sekunden weg. Da dürfte irgendwas passiert sein. Nicht so gut durch die Passage oben durchgekommen. Und damit macht das natürlich nochmal spannend. Hier in den letzten zwei Runden plus den Rest von der hier. So, dann sind es 50 Sekunden bis zum Sven. Da kommt Tanja aber auch von hinten. Also wir könnten hier nochmal das ein oder andere Duell
tatsächlich in der letzten Runde oder den letzten Runden erleben. Was ich jetzt natürlich auch nicht vergessen möchte, jetzt schon mal als Vorbereitung natürlich, wir raiden gleich in die Liga 1, also gerne nochmal dranbleiben für den Raid. So wie Dam hier eben meinen Kanal unterstützt hat und seine Fans hier hingebracht hat, unterstützen wir natürlich auch gerne hier die anderen Streamer. Und da die Liga 1 immer diejenige ist, die etwas später startet, dürften wir da eigentlich gleich in Raiden können. Ich guck mal gerade, wo die denn gerade sind oder nicht, dass die hinter uns sind. Ich mach das mal kurz mal parallel auf. Ich guck mal rein. Die sind in Runde 24, also ein bisschen hinter uns, also gleich dann, wie gesagt, der Raid rüber. Aber wir gucken jetzt erstmal hier bei uns natürlich auch zu Ende. So, Don Italia noch 2,7 Sekunden Vorsprung. Also schrumpft jetzt gerade wieder zusammen. Und zwischen Sven und Tanja ist es nur noch eine Sekunde. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen im Auge behalten. Don Italia, der hat jetzt noch eine Runde plus den Rest von der hier. Und Sven ist jetzt schon einmal überrundet. Oh, jetzt hatte Tanja einen Fehler drin. Ist da ordentlich zurückgefallen. Oh, da sehen wir es. Quersteher und kleiner Einschlag. Gott sei Dank kein Schaden. Aber das hat natürlich Zeit gekostet. Und da wieder weit nach draußen. Also kleine Unzulänglichkeiten hier. Ein bisschen unkonzentriert vielleicht. Ist natürlich jetzt auch schon lang das Rennen. Und von hinten kommt natürlich auch jetzt noch der Ringracer. Der macht jetzt auch nochmal Druck. Oh, der geht da übers Gras und nimmt die Kurve mit einem ordentlichen Quersteher. Mal nochmal drauf. Vielleicht immer eine etwas andere Perspektive. Da einmal Gras und dann fängt er den Wagen in die letzte Kurve rein. Nochmal ab. Also stark gemacht hier. Und nochmal Purple im ersten Sektor. Aber die sind jetzt hier auch wieder alle 1,5 Sekunden auseinander. Wir gucken nochmal nach vorne. Ryoki. Der kommt an Don Italia da auch nicht wirklich ran. Wie sieht es bei den Reifen von Don Italia aus? Boah. Eigentlich fast ähnlich. Aber der Sprit ist natürlich sauweit unten. Aber das dürfte eigentlich passen. Jetzt hängt Don Italia da ein bisschen hinter Corsi. Dürfte das sein. Ja. Die 8 habe ich gesehen. Ja, Corsi. Da muss er jetzt vorbei. Und muss jetzt hoffen, dass vielleicht Ryoki da auch ein bisschen hängen bleibt. 2 Sekunden. So, Ryoki da wieder rein in die erste Kurve. Ein bisschen was verloren in Richtung Startziel. Und jetzt sind wir auch schon in der letzten Runde. Also wenn Ryoki da noch was reißen will, das wird richtig, richtig eng. Ich denke nicht, dass da nochmal was geht. Wir gucken nochmal kurz auf P3. Sven, 1,5 Sekunden. Auf Tanja 2. Wir gucken mal ganz schnell durch, ob wir noch sonst wo ein Duell haben. Nee, sind tatsächlich nur diese zwei. Erstmal, oder Gott sei Dank, nur diese zwei. Mag ich fast sagen. So, also Don Italia und Ryoki, die sind jetzt hier in der letzten Runde. Corsi wird dann natürlich auch direkt abgewunken. Don Italia, der hat ganz genau getankt. Das reicht genau, um über die Linie zu kommen.
3% vielleicht jetzt gerade aktuell noch. So, und jetzt noch einmal durch die Schikane, noch einmal durch die letzte Kurve und dann hat Don Italia das Ding hier geritzt. Rikiwoki fällt tatsächlich noch mal ein bisschen zurück, aber nichtsdestotrotz ein sehr guter zweiter Platz. Don Italia noch mal ein bisschen auf dem Gras, aber das macht nichts mehr. Der holt sich P1, dann kommt Corsi auch durchs Ziel, Rikiwoki holt sich P2. So, dann haben wir noch mal ein bisschen Platz. Wir können einmal kurz hier auch auf Corsi gucken, der sich da P8 holt. So, Sven und Tanja kommen jetzt hier auch den Berg runter. Auch beide relativ leer gefahren. Sprit ist leer, Reifen sind kaputt. Also auch hier wird wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. 1,6 Sekunden zwischen den beiden. Ja, Tanja kommt zwar noch mal ein bisschen näher, aber das ist jetzt auch gerade egal. Sven holt sich P3 und ja, Tanja dann P4. Ringracer holt sich P5, dann haben wir Guardian auf der 9. Müssen wir mal gucken, wer uns jetzt da als nächster ansteht. Tuno Reiter. Der wird dann Sechster. Ich mache mal kurz die Kamera aus. 1,40 haben wir noch. Boah, da dürften eigentlich alle noch drüber kommen. So, Damford TTV. Der kommt hier mit 2 Runden Rückstand auf P12 ins Ziel. Und dann haben wir noch Seppi. Und fehlt uns denn dann noch? Ist nicht mitgezählt. 7. Seppi. Und Joker, der macht hier den Abschluss. Genau. Damit haben wir Rennen Nummer 5 im Sack eingetütet und schön verschnürt. Don Italia zu spät gekommen, aber trotzdem den Sieg geholt. Hier 13 Positionen hat er sich verbessert. Gerne, Jana. Wie gesagt, noch dranbleiben für den Raid kurz und dann könnt ihr auch bei Afterwork könnt ihr dann gleich auch ausmachen. Geht sowieso nicht mehr lange. Wir gucken schnell aufs oder auf die Tabelle, auf die Abschlusstabelle. Don Italia gewinnt vor Rikiwoki. Dann kommt Sven, Tanja auf der 4, Ringracer auf der 5, Uno Reiter auf der 6, Joker auf der 7, Corsi macht den Abschluss der ersten Seite mit plus eine Runde. Und dann sehen wir hier Guardian, Seppi, Wurster, Real Berti, Damfor, TTV, Viper und Stimpy haben wir ja verloren. Die werden hier als 13. und 14. noch mit ins Klassement aufgenommen. Ja, und ich würde mal behaupten, das wäre es für diese Woche. Nächste Woche geht es dann, na, nächste Woche ist schon September, da geht es nach Autopolis. Renntag 6 in Liga 6 der Afterwork Racing League. Und ja, wie gesagt, jetzt einmal schnell rüber in die Liga 1. Und das bereite ich mal eben vor. Afterwork Motorsport TV. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt noch die letzten 2 Runden in Liga 1 und dann gerne wieder einschalten nächste Woche.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao. It is over here.